Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Frankfurt ist nicht irgendeine Stadt. Das ist es, was viele Frankfurterinnen und Frankfurter tief in ihrem Herzen glauben und spüren. Und das ist es auch, was bei allen außerhalb dieser Stadt für Kopfschütteln und Unverständnis sorgt. Auch ich weiß, Frankfurt ist nicht irgendeine Stadt. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Frankfurt ist Licht und Schatten. Frankfurt ist voller Widersprüche. Frankfurt ist nicht aufgehübscht, wir haben keine Fassaden wie in Potsdam. Keine alte historische Innenstadt zum Bestaunen. Frankfurt hat seine einmaligen, wunderbaren Ecken, die uns immer wieder zum Staunen bringen. Der Blick über die Oderwiesen, die Aussicht von der Marienkirche oder aus dem 24. Stock des Oderturms. Den Ziegenwerder, die Paulinenhofsiedlung, die Fischerstraße, den Anger, die Viadrina, die Konzerthalle. Direkt daneben aber auch das alte Kino, das Kieslinghaus, das ehemalige Kleisttheater. Wer die Oderpromenade entlangläuft, trifft ab und zu auch Menschen. Und wer mal über den Ziegenwerder wandert, erinnert sich, wie schön es mal aussah. Das ist Frankfurt-Oder, Licht und Schatten, Widersprüche und Risse. Vor allem aber schier unendliche, unausgeschöpfte Potenziale. Frankfurt ist arm und nicht sexy, aber ehrlich. Nicht künstlich, nicht aufgetakelt und auch nicht geschminkt. Manchmal voller Charme und manchmal hart, aber immer ehrlich. Frankfurt-Oder ist ehrlich. Frankfurt ist nicht nur mein Zuhause, es ist meine Heimat. Am Kleistpark bin ich aufgewachsen, dort bin ich in den Kindergarten gegangen, dort habe ich das Laufen und später dank meiner Oma auch das Fahrradfahren gelernt. Im alten Kino, dem Lichtspieltheater der Jugend, habe ich mit meinen Eltern Filme geguckt. Und im Kleisttheater nicht nur die Rocky Picture Show. Am damaligen Otto-Brenner-Gymnasium habe ich mein Abitur abgelegt. Im CVJM, dem christlichen Verein junger Menschen, habe ich viele Jahre meiner Jugend verbracht und schließlich bei der Wichern-Diakonie meinen Zivildienst absolviert. In dieser meiner Heimatstadt will ich Oberbürgermeister werden. Ich möchte meiner Stadt und den Menschen hier dienen und ich will an vorderster Stelle dazu beitragen, dass Frankfurt wieder etwas von seiner alten Stärke zurückerlangt. Meine Vision ist Frankfurt als Hauptstadt von Ostbrandenburg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir waren mal das natürliche Zentrum der gesamten Region. Wir sind es heute nicht mehr, aber wir können es wieder werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns genau das gelingen kann, wenn wir zusammenstehen, uns hinter diesem Ziel versammeln. Wenn wir alte Streitigkeiten beiseite schieben, Egoismen und Eigeninteressen hinten anstellen. Wenn wir verkrustete Strukturen aufbrechen und es wagen, unsere Stadt neu zu denken. Dafür braucht es einen Oberbürgermeister, der zusammenführt und mitnimmt, der für eine gemeinsame Idee und den Weg dorthin wirbt. Ein Oberbürgermeister, der Politik mit den Menschen und nicht über ihre Köpfe hinweg gestaltet, der generations- und parteiübergreifend handelt. Ein OB, der den Dingen einen Plan und eine Richtung gibt, der führt, ohne zu diktieren. Ich kann und ich will dieser Oberbürgermeister sein. Ich halte es für einen fatalen Irrglauben, zu meinen, dass man seine Auffassung einfach nur durchsetzen muss, ohne nach links oder rechts oder nach vorne oder nach hinten zu schauen. Und alle paar Jahre wird dann bei Wahlen abgestimmt. Das hat vielleicht mal funktioniert, heute nicht mehr.
Die Einwohnerinnen dieser Stadt finanzieren sie. Sie erwarten, dass sorgsam mit diesen Mitteln umgegangen wird und sie erwarten zu Recht, dass sie nachvollziehen können, warum wie entschieden wurde. Damit wird am Ende trotzdem nicht jeder zufrieden sein, aber wissen warum und sich einbringen können, das sind Schlüssel. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen und jede Zeit, so glaube ich, braucht auch ihren Oberbürgermeister. Wenn es zusammenpasst, kann viel gelingen und es ist einiges passiert in den vergangenen Jahren. Angesichts der Aufgaben vor 8 Jahren gab es damals gute Gründe für den jetzigen OB. Heute und jetzt braucht diese Stadt, das ist meine Überzeugung, eine andere Generation an der Spitze, denn wir stehen vor anderen Herausforderungen. Unsere Stadt, die Arbeit der Verwaltung, vor allem aber die Art und Weise, wie wir Politik machen, muss neu gedacht werden. Die zentralen Herausforderungen bestehen darin, unsere Stadt aufzustellen für die Chance, die sich gerade auftut, sie dafür zusammenzuführen und hinter dieser Idee zu versammeln. Und glaubwürdig geht das nur mit einem personellen und auch inhaltlichen Neuanfang, der nicht komplett mit Altem bricht, aber doch eine neue, andere Richtung einschlägt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, hier zu leben, auch nicht hier zu bleiben. Es gibt Orte, an denen das Leben leichter ist als in Frankfurt-Oder. Und das sollten wir nicht vergessen. Jede und jeder von Ihnen könnte auch woanders leben und arbeiten, an jedem anderen Ort in diesem Land. Aber Sie haben sich für Frankfurt-Oder entschieden, weil Sie etwas mit dieser Stadt verbinden, weil Sie etwas mit dieser Stadt verbindet. So geht es uns allen, das ist, glaube ich, unsere große Gemeinsamkeit, unser aller, wie wir heute hier sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen sind wir hier, weil wir es wollen, nicht weil wir es müssen. Das sollten wir schätzen und im Bewusstsein halten, denn genau daraus lässt sich verdammt viel machen. Frankfurts Chancen stehen gut. Sie stehen sogar sehr gut. Wir sind Teil des Metropolenraums, Teil der Hauptstadtregion, eine Region, in der die Menschen leben wollen, aber nicht wissen, wo. Der Speckgürtel platzt aus allen Nähten. Wer dort wohnen will, muss bereit sein, einen erheblichen Teil seines Einkommens nur dafür aufzubringen, dass er dort wohnen kann. Wer einen Kita-Platz sucht, muss warten, lange warten und ihn teuer bezahlen. Wer einen Schulplatz sucht, darf sich in der Schlange hinten anstellen. Wer im Speckgürtel hochwertige Kultur genießen will, kann nur nach Berlin fahren. Was ich damit sagen will, ist, das Land Brandenburg ist in einer Orientierungs- und Umbruchsphase. Die Menschen in Berlin und Brandenburg sind auf der Suche. Nicht Dutzende, auch nicht Hunderte, sondern Tausende. Sie sind auf der Suche nach einem Ort zum Leben, einem Ort, an dem sie ihre Familien gründen, an dem sie alt werden, an dem sie sich wohlfühlen. Mit bezahlbaren Mieten, guter Infrastruktur, intakten Kitas und Schulen, Freizeitangeboten und auch das gehört dazu, einer schnellen Anbindung nach Berlin. Wir können genau dieser Ort sein. Wir können und müssen in diesen Wettbewerb eintreten, den Wettbewerb mit Berlin und mit seinem Umland. Wir können die Alternative zu Berlin sein. Das gilt für Brandenburg-Havel im Westen des Landes Brandenburgs und für Frankfurt-Oder im Osten. Das ist aus meiner Sicht die eigentliche Perspektive der kreisfreien Städte in diesem Land als Hauptstädte ihrer Gesamtregion. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das will ich sagen, wir müssen es jetzt tun. Denn in wenigen Jahren ist auch diese Chance an uns vorbeigezogen. Das können wir uns nicht leisten und wann die nächste kommt und ob überhaupt, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass sie jetzt da ist. Und der Rest des Landes schläft nicht. Während in unserer Region im Osten Brandenburgs investiert wird in den Abriss von Gebäuden, den Rückbau von Infrastruktur, wird das, was hier verschwindet, woanders neu aus dem Boden gestampft. Das zu ändern liegt nicht nur in unserem Interesse, es ist Landesinteresse, denn das, was hier gerade im Gange ist, ist eine riesige Ressourcen- und auch Geldverschwendung. Weil die Menschen auf der Suche sind
Und hier, wo sie eigentlich alles vorfinden, sehen sie bisher keine Perspektive und sind deshalb sogar bereit, dorthin zu gehen, wo sie weniger vorfinden, wo das alles erst aufgebaut werden muss. Ich glaube, das muss nicht sein und es bedarf hier eines ganz grundsätzlichen politischen Umdenkens, einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Stadt, Land und auch Bund. Es kann nicht sein, dass Politik diesen Entwicklungen nur hinterher agiert. Die Peripherie des Landes nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern sie zu stärken und zu ertüchtigen, das muss der gemeinsame Weg sein, der am Ende dem ganzen Land guttun wird. Lasst uns selbstbewusst sein. Lasst uns in diesen Wettbewerb eintreten. Frankfurt-Oder ist ein spannender Ort. Er ist auch deshalb spannend, weil man hier noch gestalten kann. Hier geht noch was. Hier kann man an Lösungen mitarbeiten. Man kann sich einbringen, sich ausprobieren. Hier bei uns bekommen Studierende einen Straßenzug mitten in der Innenstadt und können dort mit Art an der Grenze ein eigenes Festival veranstalten. Hier bei uns gibt es offene Türen in allen Einrichtungen der Stadt für Projekte wie Unitär. Hier bei uns übergibt ein kommunales Wohnungsunternehmen ein Haus, das für den Abriss vorgesehen war, an Studierende zur Selbstverwaltung. In Frankfurt-Oder ist all das möglich und ich glaube, es kann noch sehr viel mehr möglich sein. Hier bei uns findet man zwei Städte, die so eng miteinander verbunden sind, Städte, die sich über nationale Grenzen hinweg in gegenseitige Abhängigkeit begeben und gegenseitig mit Fernwärme versorgen. Das war vor 10 Jahren völlig unvorstellbar. Ich sage es daher nochmal, lasst uns selbstbewusst sein. Wir haben einen Grund dazu, wir müssen aktiv in diesen Wettbewerb eintreten. Wir müssen diese Dinge über unsere Stadt erzählen. Wir wissen es, was hier passiert. Die Menschen da draußen wissen es noch nicht und sie werden es nur erfahren, wenn wir es hier vor Ort leben. Das kann ein OB nicht alleine. Das geht nur mit euch, mit Rückhalt in der Bevölkerung und auch in der Verwaltung. Dafür brauchen wir einen glaubwürdigen Wandel nach innen und nach außen, einen Generations- und Kulturwechsel, einen Imagewechsel, einen Aufbruch. Und Sie fragen sich vielleicht, was kann ein OB tun, um unsere Stadt wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehört? Wie können wir die Hauptstadt des Brandenburger Ostens werden? Aus meiner Sicht gehören dazu 3 Dinge. Erstens, wir müssen an unseren Schwächen arbeiten. Das heißt zum Beispiel, unsere Platten sanieren, die Spielplätze, Schulen, Kitas, Sportstätten sukzessive und planvoll in Ordnung bringen. Das, was wir haben, in Ordnung halten und nicht selbst wieder kaputt machen. Das schaffen wir nicht in einem und auch nicht in 2 Jahren, aber wir müssen die Haushalte der nächsten Jahre schon jetzt vordenken und mit Prioritäten versehen. Sie dürfen kein Stückwerk sein, sondern müssen einem langfristigen Plan folgen. Wir können nicht mit jedem Haushalt überall ein bisschen machen. Es muss jährliche Schwerpunkte geben und ich bin mir sicher, die Frankfurterinnen und Frankfurter verstehen das auch. Sie sind bereit, auch mal ein Jahr zurückzustecken und auch eine Durststrecke zu überbrücken, wenn sie wissen, wofür. Wenn sie wissen, dass es sich am Ende lohnt, dass es einen Sinn, einen Plan und ein Ziel hat, und wenn sie wissen, dass auch sie drankommen werden. Und während man im Berliner Umland keinen Kita-Platz findet, sollte er hier nicht nur vorhanden, sondern auch günstiger sein. Wer hier oder in Berlin arbeitet, sollte durch günstige Lebenshaltungskosten mehr Geld zum tatsächlichen Leben haben. Das ist ein echter Standortvorteil und hilft den Händlern und der Wirtschaft in dieser Stadt. Arm, nicht sexy und teurer, das funktioniert ganz sicher nicht. Zweitens, wir müssen an uns selbst arbeiten. Wir müssen uns dafür neu aufstellen und das passiert nicht von selbst, es braucht einen gemeinsamen Kraftakt. Und ich sage auch, wer das nicht will, wer dazu nicht bereit ist, der sollte mich auch nicht wählen. Denn meine Überzeugung ist, dass wir allen Grund zur Selbstkritik haben. Wenn wir wirklich von den aktuellen Entwicklungen profitieren wollen, müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben machen
Und mit wir meine ich nicht nur die Verwaltung. Wenn wir unsere Chancen nutzen wollen, dann müssen wir alle an einem Strang ziehen und dann wird es das Leben in unserer Stadt verändern. Und das wird auch nicht jedem gefallen. Wir müssen bereit sein für einen Stimmungswechsel. Eine Ermöglichungskultur fängt nämlich bei uns allen an. Es ist nicht nur die Verwaltung, der die Ermöglichungskultur fehlt. Es ist die gesamte Stadt, die von Skepsis, Kritik, Missgunst, kurzum von zu viel, was spricht dagegen und zu wenig, wie kann es gelingen, geprägt ist. Zu einer Ermöglichungskultur gehört ausprobieren, Fehler machen, scheitern dürfen, wieder aufstehen und neu probieren, Risikobereitschaft. Denn ganz ehrlich, was haben wir zu verlieren? Wenn wir zusammenstehen und uns hinter diesem Ziel versammeln, wenn wir alte Streitigkeiten beiseite schieben, Egoismen und Eigeninteressen hinten anstellen, wenn wir verkrustete Strukturen aufbrechen und es wagen, unsere Stadt neu zu denken, nur dann kann es gelingen. Drittens, wir müssen ganz konkrete Herausforderungen anpacken und davon gibt es einige, ich will ein paar nennen. Die Viadrina, unsere Europa-Universität. Bei einer Diskussionsveranstaltung hier in diesem Haus sagte ein Professor der Universität, ich zitiere, die Viadrina könnte sofort eine Frankfurter Uni werden, wenn sie es wirklich wollen würde und wenn die Frankfurterinnen und Frankfurter wirklich bereit dazu wären. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Für die Viadrina würde das zum Beispiel bedeuten, die Vorlesungszeiten so zu gestalten wie an normalen Universitäten und nicht von vornherein an Pendlern auszurichten. Für die Stadt würde es aber zugleich bedeuten, dass sie günstigen, kleinteiligen, innenstadtnahen Wohnraum für Hunderte, ja sogar Tausende junger Menschen zur Verfügung stellen muss. Dass sie bereit sein muss zu ertragen, dass junge Menschen nicht nach 18 Uhr ihre Ruhe haben wollen. Wir können keine Studentenstadt sein bis 18 Uhr und danach sagen, jetzt wollen wir aber unsere Ruhe haben. Und es bedeutet auch, dass sich die Wirtschaft auch auf die Bereitstellung von Studentenjobs einrichten muss. Wir müssen bereit sein, Freiräume zu schaffen. Junge Menschen wollen keine fertigen Angebote, sie wollen selbst etwas erschaffen. Und das ist übrigens etwas, was sie dann auch auf ewig mit unserer Stadt verbinden wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Jede Entscheidung hat Licht und Schatten. Viadrina und Stadt können zusammenwachsen, wenn wir es wirklich wollen. Und ich will es. Der Ziegenwerder. Was aus dem Ziegenwerder gemacht werden kann, sah man beim Europagarten. Man sieht es noch heute, wenn das kleine Kino Filme zeigt, wenn das Streetfood-Festival zu Gast ist und Menschen auf Decken liegen und die Wiesen bevölkern, wenn der Inselbiergarten an sonnigen Tagen Menschen anlockte und am Abend zum Feiern einlud. Was aus einem Ort werden kann, an dem den Frankfurtern etwas liegt und der so viel Potenzial hat, zeigt die Gemeinschaftsinitiative Lenné-Park. Sie ist von unten gewachsen, aus dem Herzen engagierter Menschen. Und nur deshalb wurde sie zum Erfolg. Für den Ziegenwerder finden sich auch gerade Menschen zusammen. Und ich finde, Initiativen dieser Art verdienen von Seiten der Politik und Verwaltung jede erdenkliche Unterstützung. Denn was sie schaffen, was diese Initiativen schaffen, das kann man mit Geld alleine nie erreichen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ehemalige Kleisttheater. Wir wollen die Alternative zu Berlin sein, habe ich gesagt. Also lasst uns doch darüber nachdenken, wie wir kreative Menschen für unsere Stadt begeistern können. Wir brauchen Alleinstellung und Unterscheidung. Der scheidende Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters, Peter Sauerbaum, hat mal die Idee einer deutsch-polnischen Akademie für Dirigieren und Orchesterleitung ins Gespräch gebracht. Der Leiter der Kleist-Musikschule, jüngst und aktuell, Christian Seibert, die spannende Idee der Oder-Philharmonie. Ich finde,
Eine brandenburgische Jugendkunstschule stünde dem Land Brandenburg und uns als Kulturstadt sehr gut zu Gesicht. Einen geeigneten Ort dafür haben wir, das ehemalige Kleisttheater. Wir haben interessante Orte und spannende Ideen. Mit etwas Mut können wir vielleicht das eine mit dem anderen endlich zusammenbringen. Die Wirtschaftsförderung. Ich will das so ausdrücklich sagen, ich habe den Oberbürgermeister unterstützt bei der teilweisen Neuordnung der Wirtschaftsförderstrukturen. Und ich bin offen für Diskussionen und Vorschläge dazu, wie wir diese Strukturen noch effizienter und arbeitsfähiger gestalten können. Wofür ich nicht offen bin, sind Kürzungen in genau dem Bereich, der uns bei Erfolgen, und die gibt es mittlerweile, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und damit die Basis für eine Zukunftsperspektive verschafft. Was wir aber brauchen, ist eine einheitliche Koordinierung der Wirtschaftsförderung und der städtischen Beteiligungen aus der Verwaltungsspitze heraus. Die Innenstadt. Die Entwicklung der Innenstadt ist für die Attraktivität, für die Ausstrahlung und auch für die Anziehungskraft unserer Stadt entscheidend. Zugleich dürfen wir nicht vergessen, dass Frankfurt als Lebensraum mehr ist als die Innenstadt. Die Stadt und Ortsteile dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Die Innenstadt als Ganzes muss als Erlebnisraum gedacht werden. Angesichts des Onlinehandels und des immer weiter wachsenden Onlinehandels haben Innenstädte nur dann eine Chance, wenn sie hohe Aufenthaltsqualität bieten, wenn sie und der Aufenthalt dort ein schönes Erlebnis ist. Ein Spaziergang durch den Linnépark oder den Ziegenwerder gehören ebenso dazu wie Cafés, Spielplätze, Verweil- und Parkmöglichkeiten. Zum Erlebnisraum Innenstadt gehört aus meiner Sicht auch die Bebauung der Slubitzer Straße. Und hier haben wir durch unnötige Fehler, eigene Fehler, sehr viel Zeit verloren. Die Bedingung für diese Bebauung ist, dass keine zusätzliche Konkurrenz, sondern Angebotserweiterung stattfindet. Aber ich kann sagen, mit den beiden aktuellen Entwürfen wird genau dem Rechnung getragen. Die Hauptanker an beiden Enden der Magistrale, Oderturm und Linné-Passagen auf der einen, Slubitzer Straße auf der anderen Seite. Diese beiden Hauptanker geben der Magistrale eine neue Funktion als Flaniermeile, während die große Scharnstraße über Cafés, Gastronomie, studentisches Leben, Kunst, Kultur und Begegnungsorte ihre Bedeutung und eigenständige Funktion in der Innenstadt zurückerlangen könnte. Das alte Kino. Ich sage, das alte Kino könnte schon heute in unserem Besitz sein. Wir haben die ernsthafte Chance, dieses Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Es gibt die mündliche und schriftliche Zusage der Landesregierung, uns auf diesem Weg zu unterstützen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Im Rahmen unserer Zukunftswerkstätten haben sich auch Juristen zu Wort gemeldet und einen Weg skizziert, mit dem wir im Besitz eines Gebäudes kommen können, dessen Eigentümer seine Pflichten auf eklatante Art und Weise vernachlässigt. Und ich finde, es lohnt sich, diesen Weg stringent einzuschlagen und keine Zeit mehr verstreichen zu lassen. Als Standort für das neue Landesmuseum, als Teil der Universität mit Vorlesungssälen, Ideen gibt es genug. Aber die Zusage des Landes, die gilt nur bis Ende 2019. Und ich bin nicht bereit, sie verstreichen zu lassen. Das alte Kino ist für uns Frankfurterinnen und Frankfurter nicht einfach nur irgendein Gebäude. Dieses Haus zu reaktivieren, ihm wieder eine angemessene Nutzung zu geben, bedeutet ein Stück der Seele unserer Stadt zu heilen. Wohnraum. Bezahlbarer Wohnraum, günstigere Lebenshaltungskosten sind Schlüssel für unsere Entwicklung. Dafür brauchen wir ein starkes kommunales Wohnungsunternehmen, starke Wohnungsgenossenschaften und auch einen aktiven privaten Wohnungsmarkt, und zwar aus meiner Sicht in genau dieser Reihenfolge. Mir macht Sorge, dass wir Menschen mit geringem Einkommen zunehmend in unsanierter Platte vorfinden, mit zwangsläufig viel zu hohen Betriebskosten. Dass sich die Stadtteile sehr unterschiedlich entwickeln,
Das Wohnen in der Innenstadt und im West immer attraktiver, immer exklusiver und immer teurer wird und wir das Gleichgewicht zwischen den Stadtteilen in der Wohnqualität immer mehr verlieren. Es können aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, nun mal nicht alle in die Innenstadt ziehen. Deshalb dürfen wir bei aller Prioritätensetzung, bei aller richtigen Prioritätensetzung zugunsten der Innenstadt die Stadt- und Ortsteile nicht vernachlässigen. Wir brauchen eine gesamtstädtische Wohnungspolitik mit dem Ziel der Sicherung von bezahlbaren Mieten, Stärkung von kommunalen und genossenschaftlichem Wohnen, größtmöglichen Steuerungsmöglichkeiten in der Wohnungspolitik, ausreichend Wohnungsangebot in allen Stadtteilen, Barrierearmut zur Sicherung von altersgerechten Wohnen, Stärkung von generationsübergreifenden Wohnformen und auch der Möglichkeit von privaten Initiativen und Eigenheimbau. Armut. Wir können doch nicht ernsthaft weiter dabei zusehen, wie hunderte junger Menschen und Familien am Rande der Gesellschaft aufwachsen. Nicht immer, aber oft mit schlechterem Zugang zu Gesundheit und guter Ernährung, zu Bildung, Kultur, Sport und anderen Freizeitangeboten. Mit schlechteren Zukunftsperspektiven, unverschuldet und von Geburt an. Wir brauchen diese Menschen und diese Menschen brauchen uns. Armutsprävention und Armutsbekämpfung ist eine gesamtstädtische und auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht um 30% der Menschen in dieser Stadt. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist kein Randthema, sondern elementar. Wie andere Städte auch, die mit diesem Problem zu kämpfen haben, brauchen wir Leitlinien zur Armutsprävention. Und ja, das ist kein schönes Thema. Das ist auch kein Thema, das uns nach außen hin sexy macht. Aber wir Frankfurterinnen und Frankfurter, wir sind ehrlich, wir haben Kratzer, wir verdrängen das nicht, wir stehen dazu und packen das Problem an. Eine gemeinsame Kraftanstrengung der gesamten Stadt ist notwendig und für mich, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat dieses Thema Priorität. Das Ehrenamt. Eine arme Stadt braucht Ehrenamt dann noch mehr als eine reiche. Frankfurt hat sehr viele Menschen, die sich täglich in ganz unterschiedlichen Bereichen das Gemeinwohl einbringen und dafür einsetzen. Und regelmäßig bekommen diese Menschen Auszeichnungen und Dank. Mein Eindruck ist, Auszeichnungen sind wichtig, aber noch wichtiger sind gute Bedingungen. Das fängt bei der Verlässlichkeit von Mittelauszahlungen an und hört nicht bei ausreichender Schutzausrüstung für unsere Feuerwehrleute auf. Wenn wir unsere Ehrenamtler nicht weiter demotivieren und letztlich verlieren wollen, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Das heißt zuallererst für Jahresabschlüsse und einen genehmigungsfähigen Haushalt sorgen. Wir brauchen das Ehrenamt und das Ehrenamt braucht endlich Verlässlichkeit von Seiten der Stadt. Stadt-Umland. Die Hauptstadt des Brandenburger Ostens darf kein Maulwurfshügel sein. Dieser Rolle werden wir nur gerecht, wenn wir eng verflochten sind mit dem Umland und zusammenarbeiten mit der Landesebene. Und wie schlecht das Verhältnis und auch das Bild voneinander zwischen Frankfurt und den umliegenden Landkreisen wirklich ist, das haben wir während der Reformdebatte erleben können. Es wird Zeit brauchen, aber wir müssen aufeinander zugehen. Das Umland profitiert von einer prosperierenden Stadt und wir profitieren von einem Umland, das unsere Stadt als Oberzentrum der Region, als Dienstleistungs-, Versorgungs-, Einkaufs-, Kulturstandort versteht und nutzt. Nur im Miteinander wird unsere Region ihre Potenziale ausschöpfen und auch hier brauchen wir einen Kulturwechsel. Das Miteinander gilt auch für das Land und für beide Seiten. Alleine können wir das nicht schaffen und ich werde meine guten Kontakte nutzen, um auch hier neue Wege einzuschlagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin überzeugt, Frankfurt geht besser und das waren nur einige wenige meiner Gedanken und Vorschläge, ein Angebot zum Weiterdenken und Mitdiskutieren.
In meinem Programm, das heute hier auch ausliegt, finden Sie noch über 100 weitere Punkte, die wir zusammen mit vielen Menschen, mit sehr vielen Menschen gemeinsam bei unseren Zukunftswerkstätten erarbeitet haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lese sehr viel von den Erwartungen an einen künftigen Oberbürgermeister. Da ist dann ganz viel dabei. Jung soll er sein, alt soll er sein, aus der Stadt kommen, von außen kommen, mit Partei im Rücken, ohne Partei, mit politischer Erfahrung, nein, besser ohne, aus der Wirtschaft, weil wir Wirtschaft brauchen, aus dem Finanzwesen, damit der Haushalt endlich in Ordnung kommt, aus dem Sozialbereich, wegen der sozialen Probleme in der Stadt, aus der Kultur, damit endlich etwas Kreativität einzieht. Ich halte das alles ehrlich gesagt für müßig. Man kann sich seinen Wunsch-OB nicht backen und wenn es ginge, sage ich Ihnen, hätte ich es auch versucht. Den idealen Oberbürgermeister gibt es nicht, niemand ist das Komplettpaket. Mit einem neuen OB wird nicht plötzlich alles von einem Tag auf den anderen besser. Aber dass man vieles anpacken muss und auch kann, das habe ich versucht gerade deutlich zu machen. Was ein OB leisten kann und leisten muss, ist der Stadtpolitik einen Plan, Ziel und Richtung zu geben. Er muss Ideengeber und Umsetzer zusammenbringen, Raum für die Entfaltung von neuen Gedanken schaffen, reflektieren, immer wieder reflektieren, seine Verwaltung mitnehmen, ihre Kompetenz wirklich nutzen, mit ihr und den Menschen gemeinsam gestalten. Spezialgebiete sind schön und gut, ein OB darf sich aber nicht nur auf den Gebieten tummeln, die er mag. Dafür ist die Aufgabenpalette einfach zu breit. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist mein Bild von einem Oberbürgermeister. Das ist nicht zu viel verlangt, das ist leistbar und genau dafür stehe ich. Ich habe im Brandenburger Landtag gezeigt, dass ich Dinge für unsere Stadt erreichen kann. Die Zusage des Landes für das alte Kino, die Bereitstellung von mittlerweile 48 Millionen Euro, vorher null, für die Anschaffung neuer Straßenbahnen in diesem Land, die Takt- und Geschwindigkeitsverbesserung beim RE1, lange bevor die Stellungnahme der Stadt überhaupt geschrieben war, die Fortsetzung außerschulischer und museumspädagogischer Bildungsarbeit in Frankfurt, die Unterstützung von Landesgalerie und Staatsorchestern, die Kursänderung hin zum Einstieg in die Gebührenfreiheit bei Kindertagesstätten. In diesem Jahr 2018 wird das letzte Kita-Jahr endlich kostenfrei für alle Menschen in diesem Land. Der gestoppte Stellenabbau sowie die nun zusätzlichen Stellen bei der Landespolizei. Der Erhalt von Teilentschuldung, Kulturfinanzierung, Soziallastenausgleichsanpassung, Anpassung des Finanzausgleichs, auch ohne die Kreisreform. Die 8 Millionen zusätzlich für Frankfurter Schulen und die 4 Millionen, die jetzt die Sportschule erhalten wird. Ich könnte noch eine ganze Weile so weitermachen. Diese Erfahrungen und auch diese Fähigkeiten, die will ich einbringen. Jedes Jahr, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat seine Besonderheiten. Auch 2018 wird ein besonderes Jahr. Nur alle 8 Jahre können die Frankfurterinnen und Frankfurter darüber entscheiden, wer die Hauptverantwortung für die Geschicke dieser Stadt trägt. Nur alle 8 Jahre. Ich stehe für Veränderung und Gestaltung. Ich stehe für bezahlbare Lebenshaltungskosten, für eine Politik, die versucht, das Leben der Menschen etwas leichter und nicht immer schwieriger zu machen. Für die Chance mitzugestalten und die Stadt mitzuprägen. Ich stehe für ein Frankfurt mit hoher Lebensqualität und einem Wandel im inneren Klima und der Ausstrahlung nach außen. Und ich stehe für einen glaubwürdigen Kulturwechsel im politischen Miteinander. Das ist aus meiner Sicht das Rezept und der Weg, um Frankfurt wieder ein Stück seiner alten Bedeutung zurückzugeben. Um unsere Stadt tatsächlich zur Hauptstadt des Brandenburger Ostens zu entwickeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Aber ich alleine bin nicht die Lösung. Ich kann nicht alles und wie jeder habe ich Stärken und Schwächen. Aber weil ich genau das weiß, setze ich auf Sie. Ich setze auf die Menschen unserer Stadt, denn wenn viele ihre Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen und das gehört wird, wenn sie sich nicht nur in ihren eigenen Dienst, sondern in den Dienst der Sache stellen, wenn wir zusammenstehen und uns hinter diesem Ziel versammeln, wenn wir, und ich wiederhole das, weil es so wichtig ist, wenn wir alte Streitigkeiten beiseite schieben, Egoismen und Eigeninteressen hinten anstellen, wenn wir verkrustete Strukturen aufbrechen und es wagen, unsere Stadt neu zu denken, dann kann es gelingen, dann kann hier etwas Großes entstehen. Frankfurt geht besser, das ist meine Überzeugung. Es geht besser mit Mut, Beharrlichkeit und mit Leidenschaft. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist mein Angebot an Sie, liebe Frankfurterinnen und Frankfurter. Um es umsetzen zu können, brauche ich Ihre Unterstützung und am 4. März Ihre Stimme. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.